und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, für die neu sind. Hi, ich bin Ronja. Ich habe bei ein paar englischsprachigen Digital Art YouTubern gesehen, wie sie eine Challenge haben, wie sie in 10 Sekunden was machen, das gleiche in einer Minute nochmal und in 10 Minuten nochmal das gleiche. Und ich habe mir gedacht, es wäre bestimmt super witzig, wenn wir das in Minecraft machen könnten. Und deswegen habe ich mir ein paar lustige Themen rausgesucht, die wir machen können. Das heißt, yay, neue Videoserie! Falls ihr weitere Themenvorschläge übrigens habt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten, das heutige Thema ist Rakete. Ich versuche eine Rakete zu bauen in Minecraft. Ich stelle mir einen Timer. Ich hoffe, dass ich das in der Zeit hinkriege. Ich bin nicht der schnellste Bauer, aber ich gebe mir alle Mühe, okay? Ich habe geübt. Genau. Und falls euch das Format gefällt, dann lasst mich das gerne wissen, damit ich ungefähr Feedback habe, damit ich ungefähr weiß, was bei euch gut ankommt. Okay, lass uns anfangen. So, ich versuche heute in drei verschiedenen Zeitumfängen eine Rakete zu bauen. Der erste Zeitumfang, ich habe mir so ein kleines Kästchen vorgebaut, damit ihr auch seht, wo ich was baue. Und die ersten 10 Sekunden. Ich mache mir hier einen Timer am Handy, damit ich ungefähr weiß, wann ich fertig bin. Ich blende euch aber die Zeit auch hier oben ein. Und 10 Sekunden für eine Rakete starten jetzt. Oh Gott, ich muss mich ganz schnell beeilen. Ich nehme das, ich nehme TNT, ich nehme was. Und dann versuche ich das so schnell wie irgend möglich zu platzieren. Okay, das waren 10 Sekunden. Ist es eine Rakete? Nein, aber es hat eine Spitze und es hat einen Körper. Und die nächste Zeit ist eine ganze Minute. Das heißt, da kann ich versuchen, was Besseres zu bauen. Ich weiß nicht, wie viel besser das Ganze wird. Ich würde wahrscheinlich sogar an dem Modell ansetzen. Timer startet jetzt. Okay, okay. Ich sag erstmal, die gleichen Grundmaterialien sind nicht verkehrt. Wir machen hier eine größere Form. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, um wenigstens nicht hektisch zu hyperventilieren. Hyperventilieren, Gott. Bitte Sprache, schwere Sprache. So, dann machen wir das jetzt ein bisschen hoch. Ich mache hier TNT wieder drauf. Mache dann aber wieder das dahin vielleicht. Okay, ich habe eine gute Idee. Wir machen Glas und wir machen so eine Art kleines Cockpit, wo der drinne sitzt. Okay, dann behaupten wir, so ist das. Und dann machen wir hier auch wieder TNT hin. So, ich würde sagen, die Spitze war eigentlich ganz erfolgsversprechend, muss aber länger sein. Und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo sowas finden wie Feuer oder weiß ich nicht was. Machen wir Lava. Gießen wir Lava hier unten hin. Okay? Tun wir so, als wäre das, keine Ahnung, Feuer, was unten als Antrieb rauskommt. Okay? Oh Mist, das habe ich jetzt hier zu hoch gesetzt. Egal, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Hier, die Rakete hebt ab. Und wie viel Zeit haben wir noch? Eine Sekunde. Okay, perfekt, perfekt. Für unsere dritte Rakete haben wir 10 Minuten. Das heißt, ich kann ein bisschen entspannter arbeiten. Und ich kann vielleicht auch was bauen, was nicht so aussieht. Starten wir jetzt. So, wir fangen an mit einer soliden Grund... Ich sagte, meine Rakete soll schweben. Ich brauche irgendwas Rotes. Irgendwas Rotes. Hier. Rotes Terrakotta. Ich habe das Gefühl, Raketen sind meistens irgendwie rot. Und dann machen wir hier so eine Art... Dinger, die hochgehen, wie quasi bei der letzten Rakete auch, aber in deutlich höher. Ich mache das noch eins höher. Moment, dann ziehen wir den hier so hoch. Und ich sag, den ziehen wir auch hoch. Das wären so Fußdinger, wo die Rakete draufsteht. Okay, dann brauchen wir davon noch vier. Was ist vier? Komm, so, das sind zwei Blöcke, das sind zwei Blöcke. Jetzt müssen wir auf die Symmetrie achten. So, wir brauchen insgesamt vier, wollte ich sagen. So. Dann arbeiten wir jetzt hier weiter. Gott, ist das schwierig. Gott, ist das schwierig. Ich bin kein Bauer. Und dann noch einen hier und einen hier. Ist das jetzt von der Höhe korrekt? Ja, ist es. Perfekt. Oh Mist, die blöde Lava. Ich will mich nicht ansenken. Eins, zwei, drei. Nein, das TNT explodiert. Hoppala. Das war nicht so geplant, ne? Das ist hoffentlich klar. Das ist hoffentlich klar. So, dann sind die auf einer Höhe? Ja, ich glaube schon. Oh Gott, jetzt. Okay, meine zweite Rakete ist explodiert. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen, während sie noch da war. Dann kann ich leider keinen Vergleich ganz am Ende machen. Vor den ganzen Raketen. Das ist natürlich ungünstig, aber was willst du tun? Was willst du tun? Der steht eins zu weit weg. Mist. Warte, kann ich den eins näher ranbauen? Ich sag, das geht. Das sollte ohne Probleme machbar sein. Bap, 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 bap. Und dann ziehen wir den hier nochmal hoch. Und ziehen den eins runter. So, jetzt bauen wir den Körper. Den Körper würde ich gerne aus was Weißem bauen. Deswegen nehmen wir einfach... Haben wir weißen Concrete? Ja, haben wir. Perfekt.
dann baue ich jetzt hier so eine Art Raketenkörper rein in das ganze Getümmel. Ich glaube, ich kann halt leider nicht so gut rund bauen. Das ist also ein bisschen das Problem von Minecraft. Aber hey, was will man tun? Es ist halt eine eckige Rakete. Man kann nicht alles haben. Ich baue jetzt hier eine Plattform und dann baue ich das hoch. So, und das wird, weiß ich nicht, gewisse Höhe wird es schon haben, schätze ich mal, oder? Ich meine, das soll ja auch wachsen, es soll ja auch eine schöne Rakete werden. Noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher. Und dann müssen wir jetzt langsam zu einer Spitze kommen. Das heißt, oh, wir brauchen auch noch, oh, ich sag, wir machen noch Details. Wie viel Zeit haben wir noch? 7 Minuten, wir haben noch alle Zeit der Welt. Wir machen jetzt hier so eine Art Ring, als kleines Detail. Hoppala. Und dann machen wir hier wieder weiß drüber. Und ich muss, wie gesagt, ich muss irgendwie zu einem Ende kommen. Das heißt, ich müsste die Spitze zulaufen lassen. Ich glaube, wenn ich sie insgesamt größer gebaut hätte, wäre das einfacher für mich gewesen. Jetzt kann ich es mal mit Stairs versuchen. Gibt es da weiß? Es gibt Quarz. Quarz muss reichen. Quarz muss reichen. Ich fliege nicht mehr. Oh nein. Quarz sieht überhaupt nicht gut aus. Hätte ich die Rakete gleich aus Quarz gebaut, hätten wir den Salat jetzt nicht. Aber, naja. Oh, die bauen sogar... Okay, das ist okay. Das ist fein. Dann bauen wir jetzt hier nochmal einen Block drauf. Ich sag einfach, wir machen eine Quarzspitze. Dann arbeiten wir jetzt hier mit Quarz. Block of Quarz. Dann kommt der jetzt hier drauf. Zack. Und... Oder... Ich weiß nicht. Ich mache hier alles aus Quarz. Wir reißen das Äußere ab, damit es ab der roten Trennlinie wenigstens einheitlich ist. Dann hat man so eine Art Kapsel. Jetzt hätte ich gerne noch eine Kapsel, wo der Typ drinnen wohnt. Das heißt, wir machen hier einmal ein Glasfenster hin und dann machen wir hier noch so ein Zweierfenster runter. Ich finde, das sieht relativ raketig aus, oder? Dann machen wir auf der gegenüberliegenden Seite noch eins. Bam! Und jetzt brauchen wir noch eine ganze Spitze. Ich sag, die Bars waren gar nicht schlecht. Das war so eine angenehme Spitze. So, dann haben wir die hier. Das heißt, wir haben schon mal so eine Art Grundgerüst. Jetzt wollen wir irgendwie Feuer unter das Ding packen. Fragt sich nur, wie. Gibt es irgendwas Feuriges in Minecraft? Fire Charge. Oh, ich habe eine gute Idee. Moment. Ich habe nämlich einen Mod drauf und wir haben da Smoke-Granaten. Das heißt, wir können hier die Smoke werfen. Die fällt jetzt unter die Rakete und wir haben realistischen Rauch. Ha? Knorke, oder? Und dann dampft die. Will ich noch mehr oder reicht mir die eine? Ich überlege, ob ich einfach noch eine werfen will. Aber ich glaube, dann ist es zu viel. Ich sehe nur dieses traurige Lavabecken da drüben mit dieser einen Spitze, die so oben ist. Hm. Ich überlege gerade, was könnte ich denn jetzt noch machen, um das Ganze hier ein bisschen zu step-upen? Okay, jetzt fängt es an zu regnen, das ist nicht schlimm. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Wir können noch, ich sag das, wir bauen das noch ein bisschen höher. Und wir machen eine richtige Kabine, okay? Wir machen jetzt hier noch ein bisschen was weg und bauen uns komplett hier Glas durch, damit es ein bisschen heimeliger aussieht, okay? Bam. Und dann machen wir das in alle Richtungen, damit man da durchsehen kann und es aussieht, als ob da jemand drinne sitzt. Und jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass in der Mitte irgendwas ist, was, ich weiß nicht, leuchtet oder blockiert. Ich glaube, das wird schwer. Warte, wir können, glaube ich, Glowstone in die Mitte machen. Oder gibt es nicht diese weißen, die so leuchten? Wie heißen die denn? Das heißt nicht Glowstone. Gehen wir mal für Lamp. Das ist auch eine Lampe. Okay, das ist Mist. Das ist Mist. Das ist Mist. Wir brauchen... Egal, wir nehmen Glowstone. Wir haben nichts anderes. Wir nehmen Glowstone. Ist mir egal. Es ist... ich weiß nicht, was hier für Mods drauf sind. So, oh, das ist doch viel schöner, oder? Findet ihr nicht auch? Bam. Jetzt leuchtet es nämlich von innen drinne. Und das sieht aus, als ob da drinne jemand wohnt. Ich sehe gerade, dass das super unsymmetrisch ist, was ich hier schon wieder fabriziert habe. Das heißt, wir müssen die Dinger bauen. Wir haben die auf dem Boden. Ich sag, hier kann ich nochmal welche wegnehmen. Ich glaube, wenn ich das weiter oben starte, sieht es auf jeden Fall besser aus. So. Und dann bräuchte ich theoretisch nochmal die Treppen halt umgekehrt, wenn das geht. Meint ihr, das geht? Meint ihr, das kriege ich hin? Nee, das kriege ich nicht hin. Geht das? Kann man hier Treppen... Oh, man kann Treppen umgekehrt machen, wie es scheint. Hier. Nein, umgekehrt. Und dann... Bam! Das ist fantastisch, oder? Seht ihr das?
seht ihr den Skill, der dahinter steckt. Seht ihr, wie viel besser und cleaner die Rakete direkt aussieht? Entschuldigung. Oh nein, falsch rum. Okay, so, so. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, okay? Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Bam, bam und bamidi bam. Oh, Mist, schon wieder falsch. So, wir arbeiten weiter. Und wir setzen hier noch unsere letzte Treppe rein. Jetzt finde ich persönlich nämlich, hat das ein bisschen eine bessere Abrundung und sieht mehr aus wie eine richtige Rakete. Und, ja, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können noch weiter gucken, ob wir irgendwas finden. Die Spitze gefällt mir leider immer noch überhaupt kein Stück. Ich mache jetzt das eine oben ab und dann gucken wir nochmal nach dem Stab. Ich fand, der Stab war eigentlich nicht so schlecht. Ich weiß, ich habe eben was anderes gesagt, aber ich fand, der Stab war nicht so schlecht. Jetzt haben wir den Stab wieder. Ich mache den Stab einfach länger. Ich glaube, der Stab wirkte nur nicht so richtig, weil er so kurz war. Aber wenn der Stab länger ist, dann wirkt er ja auch viel imposanter. Die wirkt ein bisschen klein und knuddelig. Ich mache noch ein bisschen... Ich mache noch so einen Goldblock hin und dann machen wir noch mehr Stäbe drauf, okay? Hat schon viel Schönes, hat schon viel Schönes. Die Dinger nach unten könnten länger sein, aber... Ich glaube, das jetzt noch umzusetzen, wird ein bisschen schwierig. Ich fände es gut, wenn das hier so ein bisschen nach vorne stehen könnte, der Ring. Das heißt, wir brauchen irgendwas. Keine Ahnung. Slaps sind aber nur quer. Das heißt, die können wir nicht da dran klatschen. Stairs waren halt schwierig. Weil es da keine roten gab. Aber vielleicht können wir da irgendwie... Hier, die sehen doch schick aus. Vielleicht kann man damit wieder was machen. Ha? Bam! Okay, die reißen wir schnell wieder ab, bevor die Zeit rum ist. Die sehen nämlich furchtbar aus. Okay, ich würde sagen, das ist meine fertige Rakete für 10 Minuten. Das da hinten ist die Rakete, die ich in 10 Sekunden gebaut habe. Und das hier ist was Übriges von meiner 1-Minute-Rakete. Die habt ihr gesehen, okay? Aber jetzt ist sie einfach weg. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Aber hey, in einer Minute kann man halt keine Qualität erwarten. Wie meine Oma schon immer sagte... Gut und schnell sind nicht beisammen oder so ähnlich. Irgendwas in die Richtung. Ach, gut. Das war's dann aber auch schon mit dieser Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst mich das gerne in einem Kommentar wissen. Nehmt mir einen Daumen hoch. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Ich lade täglich neue Videos hoch. Immer um 13 Uhr. Meistens um 13 Uhr. Ich versuche mein Bestes. Und dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr von 10 Sekunden versus 1 Minute versus 10 Minuten. Wir bauen was. Ich weiß. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!